Und hier fährt der Trulli Innenbahn, was ja schlecht ist für die Linie. Aber beschleunigt jetzt optimal aus dieser Kurve heraus. Wir sind wieder bei der vorhergehenden Stelle. Colt hat 6-6 vorne. Nächste Attacke, das keine Chance. Nein, hat nur sich gezeigt, aber hofft natürlich, dass der vorne dann sich leicht verbrennt. Oh, Trulli Abflug! Weg und aus. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Montoya versucht, die Situation zu nutzen. Michael Schumacher Zweiter, Montoya Dritter. Oh, Jano. Raus da aus dem Auto, steht nicht gut. Ja. Ja, so kann sich das Problem auch... Oh, das ist aber schade. Das war doch jetzt so spannend. Montoya hat wieder Farbe von den Randsteinen aufgesaugt da auf den Reifen. Da muss das Safety Car raus, wenn das Auto da steht. Button und Trulli, Doppelausfall für Renault. Richtiges Power-Oversteer, allerdings sieht das ein bisschen nach Problemen der Traktionskontrolle aus, weil er da richtig, die Hinterräder so richtig... Oder war da eine Ölspur auf der Innenseite? Safety Car. Du hast recht, man muss das Trulli-Wrack bergen. Dazu kommt Bernd Mailänder zum zweiten Einsatz. Fährt über die gelbe Linie. Ach, Marc. Er darf das wohl. Ja, er muss sich ja zeigen für die Autos, die ankommen. Da hinten kommt Coulthard angeflogen. Michael Schumacher auf 2. Der schöne Vorsprung ist wieder dahin.